Auto. Was haben wir denn hier? Stickstoff. Aha. Wahrscheinlich müssen wir uns wieder irgendwas mixen oder so. Da sind wir ja schon Vollprofis drin. Einige Notizen mit seltsamen chemischen Formeln. Ich fürchte, komplexe medizinische Präparate gehören nicht zu meinen Stärken. Aber wir sind ja lernfähig, nicht wahr? So, machen wir erstmal ein bisschen Unordnung. Dann Artefakt. Und, was war es diesmal? Diese Dinger, sie übernehmen mich, nehme ich an. Sie übernehmen mich. Sie brauchen mich. Sie rufen mich herbei. Alles, was du sagst, scheint nicht zu funktionieren. Gott sei Dank. So, ach, guck mal hier. Einfach mal ein schönes, fröhliches Bildchen. Ist irgendwie bunter als alles andere zusammen hier. Ein ziemlich gewöhnliches und unbeeindruckendes Landschaftsgemälde. Passt hier irgendwie nicht richtig rein. Das stimmt allerdings. Deswegen, na, ist ja wundervoll. Canine Anatomy ist ein bisschen sehr grob aufgelöst, aber es ist offenbar ein Hühnchen oder zwei. Ja, was wird denn hier? Das sind wahrscheinlich die Versuchstiere oder so, ne? In dem Zwinger, die wir höchstwahrscheinlich früher oder später auch noch treffen werden. Fürchte ich fast. So, gibt's hier noch irgendwas? Leere Schubladen auf jeden Fall. Ja, was hier passiert ist, weiß man auch nicht so genau. Will man aber auch gar nicht. Ja, und der sieht nicht so aus, als ob der noch funktionieren würde. Anscheinend wollte jemand sicher gehen, dass der Speicherinhalt dieses Computers geheim bleibt. Boah. Boah. Sieht insgesamt ein bisschen verranzt aus. Nur weil der Monitor eingedutscht ist, würde ich das jetzt nicht vermuten. Es ist ein altes, vergammeltes Regal. Ich bin überrascht, dass es noch so stabil ist. Hm? Haben wir noch nicht richtig ausprobiert. Erstmal hier die Säge auspacken. Und dann gucken wir nochmal. Ein Gitter, das den Lüftungsschacht verdeckt. Ja, wir haben ja schon einen anderen Eingang gefunden. Dieses komische Tuten, das erinnert mich irgendwie an... Oh, guck mal, da ist doch was. Ah, guck an. Das erinnert mich irgendwie an das Schiff, wo wir ganz ursprünglich angefangen haben. Jod. Jod ist Jod. Das ist ganz Jod. Das könnte man aber schon durchaus übersehen. Also das war schon relativ gut versteckt, beziehungsweise ich hatte relativ viel Glück, dass ich tatsächlich mal genauer hingeguckt habe. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Na gut, dann müssen wir wohl da lang. Haben wir denn hier irgendwas, um uns da hochzubauen? Oder ist das nicht so nötig? Können wir da einfach so reinhüpfen irgendwie? Ach, das geht so. Alles klar. Sieht ja auch nicht so gut aus. Hier kann ich euch natürlich auch wieder ein bisschen Licht machen. Hier für so kleine Gänge, die nicht so weitläufig sind, ist der Leuchtstab schon ganz gut. So, wieder Canine Anatomy. Und ansonsten... Das ist hier sicherlich die Tür, die eben versperrt war. Genau, kaputter Rechner. Gut, wir können theoretisch das Licht ausmachen. Ja, könnte eventuell natürlich nützlich sein, wenn jemand hinter uns her ist oder so. Vielleicht, wobei weiß ich nicht, der hatte ja auch eine Taschenlampe scheinbar. Der Tisch ist voller Blut, was ist hier passiert? Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir hier Blutspuren sehen. Oha. Hm. Oh, der sieht ja gar nicht so toll aus. Moment, ich... gucken gleich. Aber erstmal hier. Erstmal hier glotzen. Na, nicht so schnell wieder zu gehen. Was sagt er denn hier? Verrostete Spinde, vermutlich für persönliche Gegenstände. Ja, hat leider aber keiner was da gelassen. Das hier, das sieht ja auch allzu verdächtig aus. Hm, ein bisschen verklemmt. So. Hier, siehst du? Genau. All these drugs. There's bound to be a big old needle at the end of this. That'd be enough to put any man off. No shame in that. You don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. Hm, hier haben wir noch etwas. Ich habe
Auch keine Ahnung, wie viel wir davon sammeln müssen, ne? Brom, Jod, Stickstoff, Chlor. Naja, werden wir früher oder später wahrscheinlich rausfinden. Vielleicht auch eher früher als später. Mal gucken, was wir hier gleich machen können. Ja, und ui, guckt euch den schönen an hier. Was für ein Kussmund einfach. Gitti. Anatomie eines Menschen. Im Kopfbereich stehen einiges Gekritzel. Einzig lesbar ist möglicher Zugangspunkt. Daneben steht ein Pfeil, der auf die Wirbelsäule deutet. Das da oder so? Keine Ahnung. Naja. Und was sagt er hier? Der Körper ist über einige Röhren an die Maschine angeschlossen. Was für Experimente haben sie hier durchgeführt? Das ist auch ein enorm hoher Tisch, habe ich so das Gefühl, oder? Oder schrumpfen wir allmählich? Also, ich bin jetzt auch nicht am Hocken oder so. So, und was machen wir hier? Ich glaube, es ist ein Trichter für die Eingabe chemischer Substanzen. Einfach gesagt, ein Weg, Zeugs in diese Maschine zu stecken. Das können wir natürlich mal ausprobieren. Mixtur nicht vollständig. Gewebeprobe nicht eingeführt. Warte auf Substanzeinführung. Ja, gut, dann pass auf. Dann machen wir hier mal so. Einfach mal alles, was wir haben. Da brauchen wir jetzt auch nicht groß Knowledge, ne? Einfach mal machen und gucken, was so passiert. Die Maschine, die wird das schon für uns übernehmen. So, und dann brauchen wir scheinbar noch eine Gewebeprobe oder so. Das können wir natürlich mal probieren. Mixtur nicht vollständig, Gewebeprobe nicht eingeführt. Können wir denn hier mit dem Hübschen was machen? So vielleicht. Mein Gott, was mache ich denn da? Ja, das frage ich mich an sich auch. Aber ich dachte jetzt, das sei eine gute Idee. Ach, hier ist auch noch was. Aceton. Das jute Aceton. Jetzt haben wir 5 Sachen da reingekippt, oder? Es müsste aber doch langsam mal reichen. Was sagt er hier? Ja, da ist Substanzeinführung. Vorhandene Präparate nicht ausreichen. Na, vielleicht doch noch eine Pulle oder so. Das könnte natürlich an sich sein. Aber jetzt nicht hier so direkt scheinbar. Müssen wir jetzt einfach wieder zurück? Oder wie ist das? Hier haben wir ja schon was gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt natürlich in diesem ganzen Komplex hier noch wahrlich genug Sachen zum... Hier haben wir eigentlich alles durchgeguckt, ne? Zum Erkunden. Von daher kann es natürlich sein, dass wir erstmal woanders hin müssen. Obwohl wir jetzt fast alles... Nö. Alter, hat mich erschreckt. Wenn wir irgendwo rein, bewegt sich nicht. Nö. Ist das noch ein anderer? Es ist noch ein anderer. Was? Alter, können wir da wieder zurück? Kommen die da jetzt rein? Ich hoffe es mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Tür jetzt auf einmal aufgeht. Alter. Ja, genau. Also eigentlich haben wir ja fast alles hier schon zusammengesammelt. Kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen, dass wir jetzt eine von den zum Beispiel 6 Fläschchen auf einmal irgendwo anders finden sollten. Aber hier haben wir auch schon was gefunden. Verschiedene Reinigungsgegenstände wie Schmierseife, Schwämme und Reinigungsmittel. Aber ja, wer weiß. Kannst du natürlich einfach nochmal versuchen, uns nochmal raustrauen. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht. Ich will jetzt nicht mehr. Hier gab es auch sonst keinen Ausgang oder so. Nee. Das macht nicht so viel Sinn. Und was meint er mit Gewebeprobe? Also, wenn nicht von dem, von was dann? Müssen wir da unseren Kopf reinstecken vielleicht? Oder ein anderes Körperteil? Was steht hier auf dem Bildschirm? Steht, warte auf Substanzeinführung, vorhandene Präparate nicht ausreichend. Ja, könnt ihr nicht mal ein bisschen spezifischer sein? Ich glaube, wir brauchen sowieso noch mehr Informationen, was wir hier machen sollen, oder? Das sind auch 6 Knöpfe. 6 Knöpfe. Vielleicht müssen wir den da hinschieben. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Na gut, dann probieren wir es eben nochmal, gehen nochmal raus und ja, sterben wahrscheinlich. Da steht er direkt. Haha.
Lustig. Nein, nein, nein. Ich will das nicht. Ich traue mich auch nicht, das Licht anzumachen. Gibt es denn hier Examination Research Room? Die hatten wir jetzt schon. Da steht auch einer. Können wir denn hier irgendwo rein? Irgendwas machen da? Tür zu. Einfach Tür zu. Ich hatte... Was? Was knistert da? Warum knistert's da? Jedenfalls habe ich auf eine weitere Tür gehofft, die so ein Levelübergang ist. Research Room, Examination Room, Chemical Laboratory, oder waren wir da? Oder waren wir im Chemical Laboratory? Ich kann schon nicht mehr reden. Hier, vielleicht. Oder ist dieses komische Knarzen hier, diese Folie oder was das da sein soll? Das kann natürlich auch sein. Alter, da kommen wir rein. Chemical Laboratory, wenn das das jetzt ist, dann wäre es natürlich nicht schlecht. Könnte hier noch was sein. Guess we won't be getting through today. Let's come back another lifetime, eh? Monkey? Selber. Dieser Ort stürzt langsam, aber sicher ein und die Trümmer türmen sich am Boden auf. Ja, passt jetzt aber nicht so sehr zu der Stelle hier auf der Decke. Vielleicht wurden die da ja hingekehrt oder so. Toll, noch ein tödliches Gasleck. Ja, wir haben ja noch unsere Maske. Könnte eventuell helfen. Eine Notfalltür, äußerst robust, aber ich vermute, diese Tür öffnet sich nur in äußersten Notfällen. Emergency steht da drauf, Entschuldigung. Dann erstmal Artefakt natürlich. Unsere kleine Droge, ne? Sie Teil des Prozesses. Sie übernehmen mich, versiegeln mich im Inneren, damit der Virus wachsen kann. Sie unterteilen meinen Verstand, stellen mich zur Seite, damit er mich übernehmen kann. Sie sperren mich ein. Alles gut, Junge. Alles wird gut. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht durchkommen. Das sieht ganz gut aus an sich. Nur leider sehe ich nicht sonderlich viel. Ich habe mir das notiert. Okay, diese Tür ist fest verschlossen. Entweder verhindert eine Sicherheitsvorrichtung die Öffnung wegen des ausströmenden Gases. Das kann natürlich sein. Haben wir denn hier irgendwo ein Hebel oder so? Dieses Rohr ist voller Löcher, aus denen Gas in den Raum strömt. Das müsste zu reparieren sein. Ja. Eine Verstärkungsplatte für das Rohrsystem. Was für ein Durcheinander. Dieses Rohrsystem ist ein Flickwerk verschiedenster Rohrstücke. Einige fallen eindeutig schon auseinander. Wo genau kommt das raus? Da so? Oder wie ist das? Können wir denn hier was absägen? Macht das Sinn? Nein, das geht nicht. Ja, manchmal muss man auch erstmal ein bisschen was absägen, um es reparieren zu können. Ja, fest verschlossen. Das habe ich schon verstanden. Gibt es denn hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes? Vielleicht so mit der Taschenlampe eher ein bisschen, ne? Ah, hier sind ja, auch noch mehr Rohre. Liegt denn hier vielleicht irgendwas, was man benutzen kann? Da ist ein Rohrstück. Guck an. Kann man das hier irgendwie dran flanschen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll. Aber es ist auf jeden Fall schon auffällig, dass hier so ein Rohrstück ist. Wo kommt der Shit denn raus? Eigentlich da. Da und sonst noch irgendwo? Ne, wenn das jetzt hier irgendwo so an der Ecke rauskommen würde, hätte ich gesagt, erstmal absägen und neu machen dann. Ich sehe es nicht. Was sagt er hier? Noch mehr Rohre ist wohl ein weiteres ausrangiertes Rohrsystem. Ja. Genau da muss das nämlich hin. Das hier ist ein Mülleimer. Artefakt. Könnte natürlich hier einmal draufhauen. Das scheint nicht so zu gehen. Nö. Sägedings. Ansonsten müssen wir vielleicht erstmal irgendwo anders was finden, um
um dann hier flicken zu können. Ist eigentlich ein bisschen blöd jetzt. Können wir vielleicht ohne Maske ein bisschen mehr sehen. Ah, nicht zu nah rangehen. Gut, dann müssen wir erstmal weiter gucken. Also weiß ich nicht, ob wir müssen, aber mangels einer besseren Idee, wo kamen wir her? Wir kamen von der anderen Seite, also hinter uns jetzt. Quasi da. Da steht einer. Und was ist das hier? Ach, da sind wir. Da sind wir doch hergekommen. Dann haben wir noch den Kennel. Den Kennel. Das jetzt eine gute Idee ist. Ja, das sind doch eindeutig hier die Folien, die hier so ein Geräusch machen. Hier, Kennel. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass es im Zwinger eine Lösung für diese Probleme geben soll, die wir jetzt haben. Aber wir müssen wohl mal schauen. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, ja, ist ja großartig. Aber hier geht's lang. Examination Room, Research Room. Das ist aber nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir sind jetzt wieder am Anfang angekommen. Kann das sein? Probier rein. Ja. Ja. Shit, jetzt sind wir wieder hier. Das ist jetzt ja blöd. Okay. Vollständig. Gewebeprobe. Es würde sich einfach so anbieten hier. Der blöden Gewebeprobe. Ich hatte auch eben überlegt, wenn wir irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendein Mittelchen hier hätten, auch so ein Teer oder irgendwas. Irgendwas Klebriges. Könnten wir vielleicht versuchen, die Rohre damit zu stopfen, aber... ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Ist mir nicht untergekommen, sowas. Alternativ könnte ich jetzt natürlich auch ein Päuschen machen an der Stelle. Hahaha. Ich glaube, das steht immer da, wenn wir hier rauskommen. Kann das sein? Einfach mal ein Päuschen machen an der Stelle und dann das nächste Mal nochmal fresh überlegen. Kommen wir jetzt hier gerade vielleicht zum Kennel durch? Und hier gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen kleinen Räumlichkeiten, Kennel da. Gucken wir mal eben, ob wir da hinkommen. Dann haben wir vielleicht zumindest schon mal alles gesehen. Und dann könnte ich gegebenenfalls hier. The Archaic would never ask that employees work longer than the recommended 8-hour shift, but understands that enthusiasm for their work and dedication to the team may often motivate them to do so. Thank you for not letting us down. Abhalten werden die einen auch nicht, länger zu arbeiten als erlaubt oder so, ne? Okay, hier ist einfach gar nichts. Vielleicht einfach ein Raum zum Verstecken oder so. Das ist hier schon einfach so einladend. Kommt da jemand? Das ist schon so einladend hier. Das kann ja nur gut werden. So, gucken wir mal. Ein Checkpoint. Ja, hervorragend. Dann mache ich nämlich an der Stelle einmal eine Pause, bevor wir uns das nächste Mal hier mal die Räumlichkeiten angucken. Und ansonsten, ich schaue nochmal in den Aufnahmen. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf, was ich übersehen habe. Oder vielleicht, habe ich da ja noch irgendwie eine Idee. Ich werde gleich mal den Anrufer zurückrufen, der versucht hat, mich zu erreichen. Und ansonsten euch sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.